wünsche euch allen Gottes Segen. Gott liebt euch und Gott möchte dir ewiges Leben schenken. Halleluja! Jesus Christus lebt und er kann dir ewiges Leben schenken. Er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Ja, ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ich wollte euch sagen, dass Gott euch liebt. Bitte probiert das aus mit Gott. Das ist kostenlos. Das ist umsonst bei Gott. Jeder kann zu ihm kommen und ewiges Leben empfangen. Das kann man sich gar nicht alles mit dem Verstand vorstellen, die Ewigkeit. Das ist ein Zustand, wo es keine Zeit gibt, so wie jetzt. Und Gott möchte, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. Bitte probiert das aus mit Jesus und kehrt doch um von euren Sünden. Gott will dir ewiges Leben schenken. Halleluja. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder abweisen. Probier das bitte aus mit Gott. Komm zu ihm, er liebt dich. Das ist natürlich freiwillig. Liebe kann man nicht erzwingen, ja, von einem Menschen. Das wird nicht klappen. Und Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Auch Adam und Eva konnten sich schon entscheiden, Gott zu gehorchen oder nicht. Leider haben sie nicht auf die Leute die Frucht gerissen. Das Resultat sehen wir ja in unserer Welt leider. Ja, Sünde und Leid teilweise. Aber Gott möchte Wiederherstellung schenken. Gott liebt uns. Und durch Jesus Christus kannst du ewig leben. Das wünsche ich dir, dass du später in den Himmel kommst. Bitte probier das aus mit Gott. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, wenn ihr mal reinhören wollt. Leon, der Prediger, könnt ihr gerne mal reinhören. Gott segne euch. Und Jesus Christus lebt und er ist auferstanden von den Toten. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wir haben das selbst in der Hand teilweise, Leben oder Tod, auch durch unsere Worte. Man kann Leben aussprechen, gute Sachen aussprechen, aber auch schlechte Sachen sagen, die dann das Gegenteil bewirken, ja? Wenn man zum Beispiel mal schlechte Sachen sagt über sich oder andere, dann wird man nicht gesegnet von Gott. Aber Gott möchte uns segnen, Gott liebt uns, ja? Gott ist die Liebe. Bitte probier das aus mit Gott und bete zu Jesus. Und du kannst am besten, wenn du möchtest, kannst du sagen, Jesus Christus, bitte komm in mein Herz und vergib mir alle Sünden, sei mein Erlöser. Und dann kann man auch sagen, ich vergebe auch allen Menschen alle Sünden, auch die mich verletzt haben oder beleidigt haben. Kann man auch den Menschen vergeben, damit das Herz richtig geheilt wird. Gott liebt euch und er möchte euch den Heiligen Geist schenken. Und in der Bibel steht noch geschrieben, werdet wie die Kinder, sonst kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Also wir sollen Gott vertrauen wie ein Kind seinem Vater, ja? Gott liebt euch. Betet am besten heute noch zu Jesus, wenn ihr möchtet. Gott liebt euch. Und mein YouTube-Kanal heißt Leon der Prediger. Wenn ihr möchtet, hört rein. Halleluja. Jesus Christus lebt. Und Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Halleluja. Sonst hört man leider nicht viele Prediger in der Bahn. Ich habe noch nie einen gehört. Leider. Ja? Aber ich sage dir, das ist so wichtig, diese Botschaft. Das ist die wichtigste Botschaft, die man weitersagen kann. Dass man ewig leben kann. Oder dass man verloren gehen kann. Kann auch sein, dass man verloren geht und in die Hölle kommt. Aber Gott möchte nicht, dass du dahin kommst. Gott liebt dich. Aber Gott ist heilig. Er kann in seiner Gegenwart keine Sünde dulden. Keine Sünde kann er in seiner Gegenwart dulden. Aber Gott liebt dich. Er möchte, dass du zu ihm kommst. Bete am besten heute noch zu Jesus, wenn du möchtest. Und sag, Jesus Christus, komm in mein Herz. Und vergib mir alle Sünden. Ich wünsche euch Gottes Segen. Halleluja. Gott möchte euch helfen. Gott liebt euch. Und meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich fürchte mich vor gar keinem Menschen, weil ich nämlich ewig leben werde, egal was mir passiert. Halleluja. Mich kann keiner von Gott trennen. Und Gott möchte euch auch diese Verbindung schenken. Gott liebt euch. Er möchte, dass ihr online kommt. Er wirklich, Gott will euch diese Verbindung schenken durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn ihr möchtet, probiert das bitte aus mit Jesus und betet zu Gott. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Tschüssi.